Nintendo-Leaker waren lange Zeit der Anlaufpunkt für die weltweite Nintendo-Community, wenn es darum ging, sich die neuesten Infos bezüglich kommender Nintendo-Games oder auch Konsolen noch vor den offiziellen Ankündigungen zu sichern. Einzelne Accounts haben teilweise zehntausende Follower und zeitweise schien es so, dass Nintendo gegen die Leaker nichts unternehmen könnte. Allerdings ist es seit einiger Zeit in der Leaker-Szene ziemlich ruhig geworden und teilweise wurden Accounts komplett stillgelegt. Was genau es damit auf sich hat, weshalb Missbrauch bei dem ganzen Thema eine Rolle spielt und warum die Nintendo-Leaker-Szene immer weirder wird, je mehr man sich mit dieser beschäftigt, darum soll es im heutigen Video gehen. Vorab würde ich mich aber sehr darüber freuen, wenn ihr dem Kanal, falls noch nicht getan, ein Abo da lassen würdet. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Leaker sind in der Nintendo-Community Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite können sie dafür sorgen, dass sich eine gewisse Vorfreude und vor allem Hoffnung zu Spielen aufbaut, welche offiziell noch gar nicht angekündigt wurden. Auf der anderen Seite kann diese Hoffnung jedoch auch schnell in Enttäuschung switchen, wenn die vermeintlichen Leaks sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Aber was sind denn eigentlich Leaker? Nun, offiziell ist ein Leaker eine Person, welche vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit weitergibt, ohne die Erlaubnis desjenigen, der diese Informationen besitzt oder verwaltet, was in diesem Fall Nintendo wäre. Wie genau Leaker an ihre Infos kommen, ist sehr unterschiedlich. So gab es in der Vergangenheit zum einen scheinbar Situationen, bei denen YouTube-Mitarbeiter aus dem Backend vertrauliche Infos an Leaker weitergegeben haben sollen. Und zum anderen gab es wohl auch Situationen, in denen Nintendo-Mitarbeiter direkt Infos an Leaker weitergegeben haben. Hin und wieder finden Leaker auch selbst unveröffentlichte Infos, indem sie beispielsweise den Code von Webseiten bzw. Server analysieren, jedoch ist das eher die Ausnahme. Grundsätzlich läuft es also so ab, dass die Quelle, also der Mitarbeiter, die Infos an den jeweiligen Nintendo-Leaker weitergibt und dieser die Infos dann über einen Nachrichtendienst wie beispielsweise X mit der Öffentlichkeit teilt. Ob bei diesem Informationswechsel zwischen Quelle und Leaker auch Geld fließt, ist unklar. Ich gehe aber sehr stark davon aus, da Leaker-Accounts, welche eine hohe Trefferquote aufweisen, also die oft mit ihrer Aussage im Nachhinein richtig liegen, sehr schnell auf Social Media an Reichweite gewinnen und sich somit in der Leaker-Szene einen Namen machen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, beziehungsweise vielmehr war der bekannteste Nintendo-Leaker Pyoro, welcher mit seinen Leaks fast immer richtig gelegen hatte und Spiele wie Super Mario Bros. Wonder, das Remake von Super Mario RPG oder auch Mario vs. Donkey Kong bereits vor offizieller Ankündigung korrekt vorgesagt hatte, wodurch er sehr schnell an Bekanntheit gewann und in kürzester Zeit die 100.000 Follower auf X knackte. Lange Zeit schien es so, dass Nintendo nichts gegen Pyoro unternehmen könne, da er natürlich die Quelle, von welcher er die Infos bekommt, so geheim wie möglich hielt und seine Tweets auch immer indirekt und teilweise auch sehr umschrieben waren. Also so, dass Nintendo ihn wohl nicht hätte verklagen können. Aber natürlich fragten sich neben Nintendo auch viele aus der Community, wie genau Pyoro an die Infos kam. Und einige User stellten nach und nach fest, dass es sich bei Pyoros Leaks immer um Games handelte, welche nach der jeweiligen Nintendo Direct direkt auf der Shopseite von Nintendo online waren, wodurch man schließen konnte, dass es sich bei Pyoros Quelle um einen Nintendo-Mitarbeiter handeln musste, welcher wohl für den japanischen Nintendo eShop mitverantwortlich gewesen ist. Und diese Vermutung wurde auch recht schnell bestätigt, denn tatsächlich hat sich Pyoro auf den Videospieljournalisten Jason Schreier eingelassen, was an sich jetzt nicht schlimm ist, also Jason Schreier ist einer der bekanntesten Journalisten in der Videospielindustrie. Allerdings hat Schreier Pyoro direkt gefragt, woher er seine Infos bekommt und Pyoro hat ihm tatsächlich eine Antwort darauf gegeben und bestätigt, dass es sich bei seiner Quelle um einen japanischen Nintendo-Mitarbeiter handeln würde, was, wie ich finde, absolut crazy und vor allem naiv gewesen ist, zumindest falls das wirklich der Wahrheit entsprechen sollte. Nachdem dann ein Beitrag von Jason Schreier auf Bloomberg veröffentlicht wurde, in welchem es um das Thema Leaks in der Gaming-Szene ging und in welchem auch Pyoros vermeintliche Quelle bekannt gegeben wurde, hat dieser sich, nachdem er noch schrieb, dass er nicht wusste, dass seine Aussage veröffentlicht werden würde, komplett aus dem Internet zurückgezogen und seinen Ex-Account seither auf privat gestellt. Was bedeutet, dass wir von Pyoro wohl keine neuen Leaks mehr in Zukunft bekommen werden. Ich selbst finde die Story rund um Pyoro echt weird, weil auf der einen Seite versucht man als Leaker natürlich, sich so anonym wie möglich zu halten und vor allem seine Quelle so gut wie es nur geht zu schützen, dafür beide Seiten enorme Strafen, vor allem wenn es um Nintendo-Leaks gehen drohen. Auf der anderen Seite haut er dann aber seine Quelle scheinbar ganz locker im Rahmen eines Nachrichtenaustauschs mit einem Journalisten raus. Also ja, alles sehr seltsam. Allerdings wird es jetzt noch weirder und auch ein wenig heftiger. Neben Pyoro gab es natürlich noch zahlreiche kleinere Leaker, welche immer mal wieder Infos gestreut haben. Allerdings gab es zusammen mit Pyoro eigentlich nur noch einen größeren Namen in der Nintendo-Leaker-Szene, bei welchem es sich um die Leakerin Midori handelte. Bei Midori handelte es sich laut eigener Aussage um eine junge Frau aus Japan, welche seit Oktober 2022 immer präsenter in der Leaker-Szene wurde und anfangs vermehrt mit Leaks rund um Sega und Atlus Games bekannt wurde. Nach und nach wagte sie sich aber auch an Leaks zu Nintendo-Spielen heran und bekam mit der Zeit immer mehr
Aufmerksamkeit, sodass vermehrt Newsseiten sie als Quelle nutzen, um neue Beiträge zu veröffentlichen, und auch immer mehr Creator haben sie in ihren Videos als Quelle verlinkt. Was wiederum dazu führte, dass sich Midori nach und nach bis Anfang 2024 eine stetig wachsende Internetpräsenz aufbaute und ja, alles schien gut für sie zu laufen. Allerdings fiel mit der Zeit mehreren Leaker-Communities immer häufiger auf, dass Midoris Aussagen nach und nach unzuverlässiger wurden und auch an ihrem Schreibstil gab es einige Auffälligkeiten, woraufhin sich Mitglieder aus verschiedenen Leaker-Communities zusammentaten, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Die Vermutung war hierbei, dass sich hinter Midori eine andere Person aus der Leaker-Szene verbirgt, welche sich 2022 bzw. einige Monate bevor Midori das erste Mal im Internet in Erscheinung trat, aus der Leaker-Szene zurückgezogen hatte, da dieser aufgrund von negativem Verhalten ein sehr schlechtes Image in der Szene hatte. Die Rede ist hier von dem User Mystic Distance, welcher zusammen mit noch zwei anderen in Anführungszeichen Leakern von der Community auf die sogenannte schwarze Liste gesetzt wurde, da zum einen seine damaligen Leaks einfach dreiste Lügen waren und zum anderen er wohl laut verschiedenen Aussagen eine Vielzahl von Discord-Usern manipuliert haben soll, nur um eventuell an neue Infos zu kommen. Dazu kam, dass Mystic Distance noch enge Verbindungen mit den Leakern Zippo und Sabi hatte, die beide ebenfalls keinen guten Ruf haben, da vor allem gegen den Leaker Sabi Vorwürfe von Grooming, Drohungen und Missbrauch im Raum stehen. Nach einiger Zeit veröffentlichten dann die Mitglieder der Leaker-Communities ein Exposing-Dokument, aus welchem mehr oder weniger klar hervorging, dass es sich bei Midori tatsächlich um Mystic Distance handelte, welcher sich vermutlich aufgrund seines damaligen schlechten Images nun als japanische Leakerin ausgegeben hatte. Kurz nachdem dieses Dokument veröffentlicht wurde, bestätigte Mystic Distance das Ganze auch auf seinem Midori-Account und zog sich ebenfalls komplett aus der Leaker-Szene zurück, was denke ich auch der richtige Schritt gewesen ist. Generell wird die aktuelle Leaker-Szene immer weniger, was unter anderem daran liegt, dass viele ehemalige Quellen dicht gemacht wurden. So hat sowohl YouTube vor einiger Zeit angekündigt, dass sie interne Untersuchungen durchführen, da scheinbar Mitarbeiter Infos zu noch nicht veröffentlichtem Videomaterial weitergegeben haben sollen. Und auch Nintendo hat angekündigt, sich mit Hilfe von Schulungen für die Mitarbeiter sowie externe Unternehmen noch besser gegen Leaks zu schützen, was wie gesagt die Folge hat, dass wir in Zukunft vermutlich weniger Nintendo-Leaks bekommen werden. Ich persönlich freue mich auf der einen Seite darüber, da wir vermutlich häufiger über neue Nintendo-Ankündigungen überrascht sein werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein wenig schade, da besonders für Nintendo-Creator neue Leaks immer gut für Content gewesen sind. Grundsätzlich hat mir aber das Ganze mal wieder gezeigt, wie viel tiefer eigentlich dieses ganze Leaker-Thema geht und ja, dass da teilweise Egos aufeinanderstoßen und dann irgendwie verschiedene Gruppen gegeneinander oder miteinander arbeiten. Also ja, alles auf jeden Fall sehr wild. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr davon überhaupt irgendwas mitbekommen habt, beziehungsweise ob ihr gedacht hättet, dass solche Sachen überhaupt in der Leaker-Szene abgehen und ja, ob ihr es nun gut oder schlecht findet, dass wir vermutlich in Zukunft weniger Nintendo-Leaks bekommen werden. Ansonsten hoffe ich, euch hat mein kleines Video zu dem Thema ein klein wenig gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Und ciao.